aller Kunden mir bis hierhin folgen und haben mit den Abstufungen gearbeitet, die ich Ihnen gezeigt habe. Die Lasierungstechnik, die Lavierungstechnik. Und nicht ganz so viel Perlenstickerei, aber das können Sie hier anwenden. Und das wäre dazu soweit alles. Ich würde Sie bitten, weiter zu üben. Alles, was so einfach wie das hier ist. Gehen wir jetzt weiter zu etwas mit ein bisschen mehr Detail und mehr Farbe. Ich habe hier schon das Abdeckband aufgetragen. Es sollte also in diesem Fall ein bisschen einfacher sein, anzufangen. Wie ich bereits sagte, sind Künstler glücklich mit einem Werk, wenn sie erneut beginnen und ihr Bild nochmal malen können. Ich tue das so oft. Es ist faszinierend. Ich verwende diese Aquarellfarben, was so großartige Wirkungen möglich macht. Ich habe vor ungefähr einem Jahr draußen im Südwesten etwas mit Koi-Fischen gemalt und das hat mir so gut gefallen. Ich war mir nicht sicher, ob ich damit zurechtkommen würde, aber ich nahm es als Vorlage und machte ein Pastellbild draus. Das gefiel mir so außerordentlich gut, dass ich es auch mit Aquarellfarben probieren wollte. Ich habe tatsächlich eines gemalt und das würde ich heute gerne mit Ihnen teilen. Wenn wir auf unserem Aquarellpapier malen, das möchte ich Ihnen zu Anfang zeigen, fange ich normalerweise mit einer guten Zeichnung an, einer guten Skizze davon. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie ich das mache, was es für Sie einfacher macht. Wenn Sie mit einer Skizze anfangen, verwenden Sie nur Ihren Stift. Wir haben hier ein größeres Blatt Papier. Aber wenn Sie das Ganze auf Ihr Aquarellpapier übertragen wollen, schieben Sie einfach ein Kohlpapier unter das, was Sie in Ihrem Skizzenbuch gezeichnet haben. Sie müssen es nicht aus Ihrem Skizzenbuch nehmen. Übertragen Sie das Ganze auf Ihr bereits geleimtes Aquarellpapier und fertig. Als Anfänger können Sie auch Folgendes machen. Nehmen Sie ein Stück Transparentpapier, legen Sie es hier drauf und erstellen Sie Ihre Zeichnung leicht auf Ihrem Transparentpapier. Nehmen Sie das Transparentpapier und legen Sie dieses auf Ihr geleimtes Aquarellpapier. Sie müssen dabei gar nicht besonders fest aufdrücken, besonders bei Kohlepapier. Malen Sie ohne viel Druck und das reicht schon aus. Sie können anfangen zu malen. Dieses Koi-Bild ist mein besonderer Liebling. Wir arbeiten wieder mit vielen verschiedenen Pinselbewegungen. Es gibt auch ein paar Bereiche, in denen es detaillierter wird, weshalb wir auch ein paar von den kleineren Pinseln verwenden. Tun wir das hier hinnehmen, mein kleineres Bild raus. Ich hoffe, Sie bewegen Ihre Hand frei und haben viel Spaß dabei. Denn, wie wir ja alle wissen, sollte Kunst Spaß machen und das hätten wir. Okay, ich schaue es mir an, vergewissere mich, dass ich mein sauberes Wasser, meine Luschunterlage bereit habe. Alles klar, fangen wir an. Hier haben wir eine Vielzahl an Farben, ich denke. Ich werde ein kleines bisschen von dem Orange hinzufügen. Festes Orange. Und noch einmal zur Erinnerung, Sie können vorher auf Ihre Palette mischen oder Sie können auch einfach warten, bis diese sich miteinander verbinden. Fangen wir an mit einem bisschen von diesem Köhlenblau. Habe ich hier schon vorher die Maskierflüssigkeit aufgetragen, und zwar in Form winzig kleiner Pünktchen. Ich weiß nicht, ob ich alle verwenden werde, aber fangen wir einfach an und tragen ein paar von den Blautönen hier auf. Wie Sie sehen, bin ich im Umgang mit diesen Flachpinseln sehr vertraut. Damit habe ich bessere Kontrolle. Sie werden noch feststellen, dass Sie nur Ihren Komfortbereich finden müssen und wie Sie damit umgehen. Bei jedem sind die Hände anders. Hier haben wir einen dieser kleinen runden Kreise. Ich gehe hier drüber. Hier verwenden Sie ein paar unterschiedliche Pinselbewegungen. Bedenken Sie das.
Manche Leute verwenden bei so etwas lieber den Rundpinsel. So können sie bequemer arbeiten. Aber wie Sie sehen, trage ich meine Pinselstriche hier nur ganz leicht drauf. Wir können hier drüber gehen und ein bisschen mehr Details erstellen. Aber tragen wir im Hintergrund erst einmal überall Wasser auf. Diese kleinen Linien sind für meinen Koi, den wir hier haben. Jetzt füge ich hier hinten noch mehr hinzu. Bringe etwas davon runter. Sie werden von sich selbst erstaunt sein, wie schnell Sie dieses Bild fertig haben. Die Farben kommen nicht so leuchtend heraus wie bei dem Pastellbild. Es ist ein bisschen anders. Aber das gefällt mir daran, meine Bilder in Aquarellfarben neu zu machen. Sie haben viel Freiheit, können mit schnellen Handbewegungen arbeiten. Wenn Sie Angst haben, sich zu vermalen, bei Aquarellfarben lassen sich Fehler beheben, indem Sie Ihre Sprühflasche nehmen, Wasser auf die Stelle sprühen und anschließend das Ganze mit Löschpapier entfernen, wenn Sie mit einer bestimmten Stelle nicht zufrieden sind. Aber Sie lassen sich alle neu schaffen. Manchmal sehen wir Fehler, wo niemand sonst Fehler sieht. Okay, fügen wir hier noch ein bisschen Grün hinzu. Ich mische mein Viridian-Grün, Primärgelb und ein bisschen mehr Grüntöne an dieser Stelle hinzu. Denn meine Wasserzähne an einem hübschen Teich gelegen, enthielt relativ viel Grün. Wenn Sie so in die Arbeit vertieft sind, wollen Sie zu Hause nicht durch das Telefon oder ein Klingeln an der Haustür gestört werden. Es ist manchmal sehr schwierig aufzuhören. Sie sollten vermeiden, dass so etwas passiert. Gehen Sie bei Ihrer Unterlage sicher, dass Sie auf jeder Seite genug Platz für Ihre Arme haben. Ich arbeite für gewöhnlich die gesamte Zeit über im Stehen und viele Leute sitzen gerne. Aber ich tendiere eher dazu, zu stehen. So stehe ich über allem und habe bessere Sicht. Wenn Sie sich hinsetzen, können Sie sich hier am besten abstützen. Ich hoffe, Sie haben Spaß damit. Dieses Bild ist großartig, weil ich eine solche Vielfalt an Farben habe, mit denen ich arbeiten kann. Fügen wir hier ein paar Blautöne hinzu. Das habe ich wegen der Farben gewählt, die ich für Sie vermische. Hier unten wird es etwas komplizierter, weshalb ich meine Pinsel wechsle. Ich widme mich diesen kleinen hübschen Stellen dort oben. Manches davon können Sie ganz zum Schluss machen, bei dem, was ich als Feinschliff und endgültige Bearbeitung bezeichne. Aber lassen wir zuerst unsere Farben zusammenlaufen. Da haben wir es. Das Nass-in-Nass-Malen, von dem ich vorhin sprach, gehen wir hier runter. Fügen wir noch ein bisschen Küllenblau hinzu. Das ist ein Teich, weshalb sich eine Vielzahl an Farben darin finden. Das war eine große Herausforderung für Sie alle, aufgrund der Farben und ihrem Zusammenlaufen. Wir machen weiter und tragen unsere Nasenfarben auf einer trockenen Oberfläche auf.
Bei diesem speziellen Bild verwende ich nun zwei verschiedene Pinsel. Ich tupfe meine Farben normalerweise auf einem Schwamm ab, aber Sie können ebenso gut Ihre Papiertücher verwenden. Ich habe beide Hände voll, ich habe zu viele Dinge in meinen Händen. Hier möchte ich eine Vielzahl an Farben und genau hier müssen Sie mit viel Sorgfalt vorgehen. Wie ich bereits sagte, sollten Sie vermeiden, dass zu diesem Zeitpunkt Ihr Telefon klingelt oder jemand an der Haustür klopft. Und das passiert genau dann, wenn Sie gerade dabei sind, Ihre Farbe miteinander zu vermengen. Ich gehe hier drüber. Ich selbst wechsle die Pinsel nicht sehr oft. Aber da entwickeln Sie eine eigene Strategie. Sie müssen Ihren Komfortbereich finden und ein Gefühl dafür entwickeln. Finden Sie heraus, welche Pinsel für Sie am besten geeignet sind, wie lange Sie so arbeiten können, ob Sie lieber im Stehen oder im Sitzen arbeiten. Das ist die Löschtechnik, über die ich mit Ihnen geredet habe. Ich gehe rüber. Das ist ein Tümpel mit Wasser, weshalb wir einige Kräuselungen haben. Das ist eine gute Übung, an der Sie arbeiten können. Hier muss ich ein bisschen mit meinem Löschpapier drüber. Wir haben immer eine helle und eine dunkle Seite. Daran sollten Sie denken. Wenn Sie ein guter Fotograf sind, sollten Sie relativ problemlos mit Wasserfarben umgehen können, weil Sie sich damit auskennen. Tatsächlich ist es so, dass Sie, wenn Sie künstlerisch arbeiten, egal mit welchem Medium, nach Motiven Ausschau halten, die Sie malen können und auch ein besserer Fotograf werden. Sie fangen an, Dinge als Komposition zu fotografieren. Sie beginnen das Ganze aus diesem Blickwinkel zu sehen. Machen wir uns jetzt an die Koi-Karpfen. Ich werde hier einen Rundpinsel verwenden, weil ich diese kleine Skizze, die ich gemacht habe, bearbeiten möchte. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie eine gute Skizze haben, mit der Zeichenkohle nicht hart aufdrücken sollten, da diese sonst zu sehr auf Ihrem Aquarellpapier durchkommt. Und Sie wollen ja nicht, dass hier eine schwarze Linie zu sehen ist. Die Koi-Karpfen waren interessant, da im Wasser nur ihre Schatten auszumachen waren. Und es sich nicht erkennen ließ, was für eine Art von Fisch das war. Man sah nur, wie die Kräuselungen sich bewegten, weshalb das für mich eine sehr interessante Fotografie war. An dieser Stelle trage ich die Farbe viel dicker auf. Erinnern Sie sich, wir haben darüber gesprochen. Es gibt dicke Farbe, dünne Farbe und Schichten. Es gibt viele Wege, viele Möglichkeiten, die Sie probieren können. Diesen Koi machen wir so. Ich glaube, die Kois waren an der Wasseroberfläche und zusammen mit dem Wasserfall sah das großartig aus. Wir haben überall tolle kleine Kräuselungen und Blasen, weshalb sie nicht zu sehen waren. Ich fand das sehr interessant, weil ich daraus ein Bild machen konnte. Sie schwammen einander irgendwie hinterher. Das ist eine Stelle, die ich sehr interessant fand, die sich anbietet, durch sie bearbeitet zu werden. Vermischen Sie das Ockergelb mit Zitronengelb. Hier unter den Oberfläche ist es nur ein bisschen dunkler. Es sah aus wie ein Fass. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Farben waren einfach wunderbar. So viele Farbmischungen. Hier nehme ich einfach etwas von meinem Violett. Und bringe es hier rüber. Ich versuche, diese Bewegung beizubehalten. Ich trage ein bisschen davon hier auf. Es soll ein wenig trocknen, bevor ich daran weiterarbeite.
Lassen wir das Ganze ein paar Minuten trocknen und arbeiten gleich daran weiter. Okay, wir sind an diesem Punkt hier. Wir haben viele Farben dazu gemischt. Sie funktionieren gut zusammen und ich kann etwas von der Maskierflüssigkeit entfernen, die ich vorher aufgetragen hatte. Ich entferne etwas davon. Das Weiß kommt zum Vorschein. Wir haben kleine Luftblasen in der Nähe der Fische. Ich kann das einfach mit meinem Finger machen. Sie sind hier zufällig verstreut. Es sind sogar kleine Flächen dort, wo der Strom von hier kommt und sich nach unten ergießt. Also habe ich sie dort eingefügt. Sehen Sie das Weiß hier? Das ist einfach großartig und das wollte ich erreichen. Drücken Sie hier nicht zu fest mit dem Finger auf. Das Papier konnte hier sonst reißen und das wollen wir ja vermeiden. Gehen Sie mit dem Finger hin und her. Wenn Sie Ihre Maskierflüssigkeit dicht auftragen und eine Blase drin haben, können Sie sich ziemlich sicher sein, dass das Ganze relativ schnell abgeht. Ich gehe hier hin und jetzt sollten Sie eigentlich die weißen Punkte sehen können, die ich dort hinterlassen habe. Hier noch etwas. Ich ziehe das ab, sodass wir ein vollständiges Bild haben. Ich hoffe, Sie arbeiten von zu Hause mit mir daran und es ist vielleicht schwer, auf das zu schauen und dann auf Ihr Papier zu schauen, aber Sie wissen, dass das Spaß machen wird. Lassen Sie mich etwas davon entfernen. Ich habe alle Flächen fertig, die ich aufhellen möchte, ganz besonders diese hier. Sie werden öfters Ihre Meinung ändern, es nicht so haben wollen. Lassen Sie es einfach, wie es ist. Lassen Sie das Klebeband dran und machen Sie weiter. Okay, ich gehe nochmal drüber und mache das Ganze in diesem Bereich hier ein bisschen dunkler. Löschen Sie diese Stelle gut ab. Das tue ich nach oben. Gehe drüber. Sie können sehen, wo die Maskierflüssigkeit hier aufgetragen wurde. Ich gestalte das hier noch ein wenig detaillierter und füge mein Violett hinzu und mache kleine Kreise, wo die Fische hier herumgeschwommen sind. Das hier mag Ihnen etwas detaillierter vorkommen, aber das ist eine Blase. Ich habe es hier als Bleistiftzeichnung. Das Weiß da drin übermale ich, denn ich möchte keine vollständigen Kreise haben. Wir nehmen die feine Spitze unseres Pinsels, gehen zu der Stelle und vermischen zwei verschiedene Farben. Ich gehe zurück und füge ein bisschen von meinem Blau dazu. Lassen Sie uns jetzt die Fische herausarbeiten. Nehmen Sie mit Ihrem Pinsel etwas von dem Orange hier auf. Durch die Verwirbelungen sind die Orangetöne überall zu sehen. Nehmen wir mehr davon auf und gehen rüber. Sehen Sie, wie es hier zusammenfließt? Solche Farben haben wir bei der Nass-auf-Trocken-Technik. Und hier macht es einfach Spaß, als Aquarellanfänger daran zu arbeiten. So sehen Sie, wie Sie Farben ineinander fließen lassen können und wie diese sich hier verbinden können und das Ganze dabei stets spielerisch bleibt. Hier habe ich zum Beispiel mehr, als ich wollte. Tauchen Sie hier ein, drücken Sie auf und Sie bekommen eine hellere Farbe. Sie können auch einfach mit Ihrem Finger aufdrücken oder Sie können mit der Sprühflasche drüber gehen. Aber das ist nicht notwendig.
wenn Sie nur eine kleine Fläche ändern wollen. Fügen wir ein bisschen Blau hinzu. Jetzt werde ich einen kleineren Pinsel verwenden, weil ich hier ein bisschen die Details ausarbeiten will. Ich werde einen der kleineren Grundpinsel dafür nehmen. Ich habe auf manchen Flächen, von denen ich weiß, dass sie weiß bleiben sollen, bereits Maskierflüssigkeit aufgetragen. Das machen wir so. Wir gehen hier runter und das machen wir sehr schnell. Ich verwende hier den kleinen Rundpinsel, Größe 4. Sie können dafür auch den Schlepper verwenden. Bis Sie ein Gefühl für diesen Pinsel oder den Schlepper bekommen, würde ich vorschlagen, zunächst diesen zu benutzen. Denn die Haare auf einem Schlepper sind um einiges länger und dünner und manchmal muss man lernen, damit umzugehen. Wenn Sie im Sitzen malen, ist es besser, Ihre Ellbogen auf dem Tisch abzustützen. Jeder von Ihnen wird seine eigene Technik dafür entwickeln. Wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aquarell ist kein Medium für präzise Details. Wir deuten das Ganze nur an und das ist es, was so viel Spaß daran macht. Fügen wir hier noch welche an diese Seite hinzu. Das sind Blätter und wie Sie sehen können, male ich sie ohne besondere Details. Sie müssen nur den Eindruck machen, vorhanden zu sein, selbst wenn sie sich im Vordergrund befinden. Und das ist der Vorteil von Aquarellfarbe. Sie bietet viele verschiedene Wege, um verschiedene Ergebnisse zu erzielen. Es gibt sehr detailreiche Motive und sehr grob umrissene Motive. Wenn Sie als Maler sonst eine strengere Malweise gewohnt sind, ist es einfach toll, mit Aquarellfarben zu arbeiten, weil Sie mit Ihrem Pinsel und Ihren Farben lockerer werden und feststellen, oh, meine Handbewegung ist ein bisschen anders. Tragen wir hier noch ein bisschen auf und dann sind wir auch bald soweit. Bringen wir hier noch ein bisschen auf und fügen hier noch ein paar Linien hinzu. Ich verwende ein dunkleres Blau und einen mittelgroßen Pinsel. Gehen wir hier rüber und fügen noch eine Blase hinzu. Ich denke, alle von Ihnen werden sehr viel Spaß beim Umgang mit diesem Medium haben. Die Bewegung kommt so schön fließend aus dem Handgelenk, besonders wenn Sie sonst eine strengere Malweise gewohnt sind. Sie werden feststellen, wie Sie ein bisschen lockerer werden. Okay. Ich denke, wir haben jetzt so ziemlich alles. Das ist eine großartige Vorlage, an der Sie zu Hause arbeiten können, weil es eine Vielzahl an Farben aufweist. Es sind außerdem verschiedene Fließrichtungen enthalten, die überall hin verlaufen und Ihre Hand wird sich dabei mit jedem Pinsel wohlfühlen. Ich verwende jetzt den kleinen Schlepper für hier unten.
Fügen Sie ein bisschen mehr Details hinzu. Dafür lässt sich der Schlepper gut verwenden. Er hat ziemlich lange Borsten. Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie damit auftragen. Gehen wir hier etwas drüber. Okay, ich denke, damit bin ich fast fertig und ich hoffe, Sie können diesem Video zur Gestaltung des Fisches folgen. Wenn Sie selber schöne Bilder haben, versuchen Sie am Anfang nichts übermäßig Kompliziertes. Es dauert ein Weilchen, seine Hand daran zu gewöhnen, den Umgang mit dem Wasser und dem Papier zu erlernen und viele andere Dinge. Versuchen Sie, sich daran zu gewöhnen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und ich hoffe, Sie konnten mir folgen und haben ein neues, faszinierendes und aufregendes Medium gefunden, mit dem Sie arbeiten können. Vielen Dank und viel Spaß beim Aquarellieren. Okay, lassen Sie uns schauen, ob Sie sich an alles erinnern, worüber ich heute geredet habe. Wir haben unsere Pinsel gesprochen, die Art von Pinsel, die Sie benötigen. Wir haben über unsere Paletten gesprochen und über die Verwendung von Abdeckband. Wir haben über Aquarellfarbe gesprochen, über Aquarellpapier und, was eigentlich am wichtigsten ist, über die notwendigen Pinselbewegungen. Wir haben Lasierung, Lavierung und die Tupftechnik besprochen, sowie das ineinander fließen lassen von Farben auf dem Papier. Wir haben nass auf nass gearbeitet, nass auf trocken und wir haben Farben auf dem Papier ineinander laufen lassen. Ich hoffe, Sie werden das alles zu Hause üben, weil Sie dadurch zu dem Punkt gelangen, an dem Sie herausfinden, wie Sie am bequemsten die Hand führen und mit Wasser und Farbe umgehen. Wir haben an einem sehr einfach gehaltenen Bild gearbeitet, um Ihnen zu zeigen, wie unterschiedlich Wasser mit Farben zusammenfließen kann. Wir haben außerdem mit Maskierflüssigkeit gearbeitet. Denken Sie daran, dass diese erst trocknen muss. Tragen Sie sie niemals auf nasses Papier auf, dann ziehen Sie sie ab und Sie erhalten die weißen Flächen, die Sie brauchen. Noch einmal zur Erinnerung. Das letzte Bild, an dem wir mit dem Aquarellpapier gearbeitet haben, ist eine Kombination verschiedener Mischtechniken und zeigt Ihnen, wie Sie Wasser mischen und fließen lassen können, sodass Sie mit dem Schlepper Lavierungen auch bei schmalen Strichen hinbekommen. Sie werden sehr viel Spaß haben. Ich habe dabei die Simply-Reihe von Dale Rowney verwendet. Das sind Produkte, mit denen Sie wunderbar arbeiten können. Vielen Dank an alle fürs Zuhören.